Eins. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hydrol und Sir Zeiss Gecko. Hallo. Ich muss jetzt erstmal die Farbe von meiner Flagge ändern. Die ist doof. Mir ist was Cooles eingefallen für die Folge und ich habe erst überlegt, ob ich dir schreibe, von wegen, ja, lass das mal so und so machen. Und dann habe ich gesagt, nein, ist uncool, weil du könntest dir ja schon Antworten überlegen. Und ich will zwar, mir Antworten überlegen. Nein, zu spät. Und zwar habe ich überlegt, könnte man machen zum Beispiel, was war das Schlimmste, was dir jemals passiert ist? Was war das Schlimmste, was du jemals gerochen hast? Was war das Beste, was du jemals gegessen hast? Was war das Schlimmste, was du jemals gegessen hast? Und so weiter und so weiter. Jetzt sag mir nicht, dass du vor dir ein Zettel liegen hast, wo das alles draufsteht. Tatsächlicherweise nein, aber ich hatte mir im Vorfeld schon irgendwas überlegt, wo ich dachte, krass, krass, krass. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen, was es überhaupt war. Oh Mann. Ja, ich wäre dabei. Aber okay. Ich kann nicht von Fragen meinerseits aus garantieren. Mir fällt sonst nichts spontan ein. Wir versuchen es erstmal im Wechsel. Oh. Video. Hä? Ach so. Hör auf zu labern. Er labert. Alter, ich hasse Sequenzen, die man nicht abbrechen kann. Kann man die echt nicht? Doch, kann man. Ich würde sagen, wir machen es erstmal im Wechsel. Ich fange an und du musst dann quasi eine Gegenfrage stellen. Wenn mir was einfällt, dann ja, okay. Es muss dir ja nicht sofort einfallen, also man muss ja nicht im Sekundentakt fragen. Also es kann ja während des Spiels passieren. Alter, warte mal, die Viecher sind gerade übelst laut, kann das sein? Ja, geht so, ein bisschen. Lauter als sonst, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, man versteht uns auch gut. Ich hab Level ab. Läuft. Guten Tag, was hast du gesagt? Komm. Ja, ich auch. Mehr das nicht. Ja, das nehme ich rein. Oh, da muss ich was ausrüsten. Da müssen wir gleich mal in die City für. Das ist kacke, das ist auch kacke. Ich laber mal mit dem Ausrufezeichen. Ich muss mal kurz in die City ein paar Diamanten austauschen. Ja, ich fange mal an. Was ist das Ekelhafteste, was du je gegessen hast? Was ich je gegessen habe? Also du musst nicht sofort antworten, wenn du sagst, okay, ich muss drüber nachdenken, kannst du auch kurz drüber nachdenken. Ja, ich muss da drüber nachdenken. Also spontan fällt mir jetzt nicht wirklich was extrem Grauenhaftes ein. Kein Problem. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier machen wollte. Ach, verkaufen. Okay. Kombinieren, Waffe, Widerstand gegen alle Schadensarten, da brauche ich die Dings. Hey, habe ich echt erst so wenig Diamanten? Also mir fällt jetzt was ein, aber ich kann nicht garantieren, dass das wirklich das Schlimmste war. Da gab es sicher noch was Schlimmeres. Und zwar fand ich Wal extrem schlimm. Das habe ich einmal probiert und das Fleisch ist einfach, man kann eigentlich sagen, du beißt auf einem Stück Fett rum. Das ist wie Kaugummi. Es ist einfach zäh, du kriegst es nicht runter, es hat einen komischen Geschmack und das ist einfach so widerlich. Wo hast du das gegessen? In Japan. Bei uns ist das ja verboten. Ja. Okay, krass. Dürfte ich jetzt rein theoretisch auch diese Frage zurückstellen, weil das würde mich tatsächlich bei dir auch interessieren. Theoretisch dürftest du das ja. Dann stelle ich die Frage zurück. Was das Ekelhafteste ist, was ich je gegessen habe. Genau. Warte, ich muss drüber nachdenken. Das Ekelhafteste.
Muss gerade mal mein Equipment durchschauen. Die Schuhe kann ich noch verkaufen. Day 9. Young Commander Calderos believes that the demonic scourge will flee before a bloody show of righteous force. He intends to lead a charge from our fortification. Und jetzt noch mal eben beim Schmied vorbeischauen. Suicide by stupidity if he wants. But I'll be damned if I send my lads with him. Ich glaube, beim Schmied warte ich noch bis Level 60. Dann hat man da schon mal wieder bessere Auswahl. Ja, ich glaube auch. Und wahrscheinlich habe ich bis dahin dann auch noch einige Sachen zum Einschmelzen. Obwohl, ist gar nicht mehr so weit. Vielleicht noch ein paar Gegner. Ich bin ja Level 60. Was? Naja, ab durch die Tür. Ich weiß, was das Ekelhafteste war, was ich hier gegessen habe. Jetzt kommt das Brötchen, oder was? Ja, Alter, hast du das deswegen gefragt? Nein, das habe ich gar nicht mehr gedacht, aber als du das jetzt so gesagt hast. Okay, ich muss die Story ja jetzt weiter erzählen. Ja, los, hau mal raus. Okay, also ich weiß nicht, wer es kennt. Also wer es kennt, es gibt ziemlich in jedem Laden, Discounter, was auch immer, diese übelsten Packungen mit Milchbrötchen. Diese länglichen Milchbrötchen im 12er-Pack oder was auch immer drin ist. Und ich habe die früher echt gerne gegessen, ne? Und ich hatte so welche mal. Und habe dann mal an einem Wochenende, wollte ich dann welche essen. Man muss und dazu sagen, im Hintergrund war ich in der Party und Zeus hatte sein Headset nicht gestummt. Heißt, ich habe das alles mitbekommen, so mehr oder weniger. Und ich habe halt mir aus dieser halt diese Packung genommen. Ich habe immer die Angebote, gerade im Sommer. Ich gucke dann immer so bei Toast oder so, ob der noch, ob das schon schimmelig ist oder so, weil manchmal wird der selbst im Sommer Toast schon nach 2-3 Tagen schimmelig. Und ich habe dann bin dann in die Küche gegangen, habe mir da so geguckt, was ich noch essen könnte, habe die Milchbrötchen gesehen. Und hab mir aus der Packung ein Milchbrötchen genommen, hab nur geguckt, aber es gut ist, es sah echt gut aus, ne? Es sah wirklich gut aus, das Milchbrötchen. Und nehme so das Milchbrötchen und zocke halt und das ist ein Goblin. Neben des Zockens beiße ich halt in dieses Brötchen, beiße ab und kaue so und denke so, während ich kaue, so irgendwie schmeckt's komisch. Ich denke so, hä? Und mit jedem Bissen, was ich kaute, wurde es finsterer und bitterer und ekelhafter. Also man kann es wirklich kaum beschreiben. Und vor allen Dingen war das Erstaunliche, dass während des Kauens das so mehlig war, also als ob das immer trockener wurde, was im Mund eigentlich relativ unmöglich ist durch den Speichel. Ja? Und leider musste ich dann, als ich auf das Brötchen geguckt habe, feststellen, dass es von innen komplett grün war. Es war mega voll viel Schimmel in dem Brötchen und ich habe es quasi zerkaut und ich musste quasi fast kotzen und also es war richtig ekelhaft. Ich habe seitdem auch nie wieder so eine Milchbrötchen gegessen. Und im Hintergrund hört man dann so von weiter weg so ein bisschen schreit er da durch seine ganze Wohnung. Es war mega eklig, also auf jeden Fall. Ja, okay. Ich bin dran. was war das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Das Peinlichste, was mir je passiert ist? Gute Frage. Da muss ich auch überlegen. Okay. Mir sind tatsächlich noch gar nie so wirklich peinliche Sachen passiert. Also jetzt so extrem Sachen wie zum Beispiel in die Hose gepisst oder was auch immer, irgendwie sowas. Das Peinlichste. I need spirit.
Warum lachst du so? Fällt dir was ein, Beim, was extrem alt ist? ja. Also nicht so extrem, aber es war halt lustig. Also es ist halt für andere, die schon vielleicht lustig. Aber ich bin ja nicht dran. Ach so, von dir jetzt eine Geschichte. Ich dachte, du hast was von mir irgendwie, was ich jetzt nicht Nee. mitschicke. Okay. Nee, nee. Also mit dir habe ich, glaube ich, noch nichts Peinliches erlebt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also das Peinlichste war tatsächlich, also an das ich mich jetzt erinnern kann, im Türkei-Urlaub. Da war ich, boah, lass mich lügen, 6, 7, 8, irgendwie so rum. Und da haben wir so eine Bustour gemacht, durch das Land halt. So haben verschiedene Attraktionen besichtigt und alles. Und dann in der Heimfahrt war ich so extrem müde, dass ich im Bus gepennt habe. Und dann penne ich da halt so neben meiner Mutter, also so auf der Schulter von meiner Mutter. Und im Schlaf wechsle ich die Schulter zu irgendeiner ex-beliebigen Frau, die ich gar nicht kannte. Also das ist jetzt so das Peinlichste, was mir jetzt einfallen würde. Also was mir richtig unangenehm war dann. Ja, dann nächste Frage an dich. Ich will jetzt auch nicht immer dasselbe fragen, das ist irgendwie auch doof. Boah, so Negativfragen Es können auch fallen mir. positive Fragen sein. Ja, aber das ist dann nicht so geil. Ach doch, da gibt es schon coole Sachen. Ja, dann nehme ich mal das, was du vorhin schon vorgeschlagen hast. Das ist, glaube ich, auch ziemlich krass. Also, Was denn? was ist das Ekligste, was du jemals gerochen hast? Also so das Ekligst Alter, da fällt mir auf Anhieb das ein. Stinkendste. Ohne Scheiß. Also wir wollten von Arbeit aus, wollten wir was, so ein Beet bepflanzen. Ja. Ich muss aber dazu sagen, Beet bepflanzen hat nichts per se mit meiner Arbeit zu tun. Jedenfalls meinte eine Kollegin, ja, wir können doch Erbsen einpflanzen und so. Und meinte, es würde dann aber praktischer sein, wenn man die Erbsen vorkeimen lässt. Ja, dann haben wir halt so Erbsen gekauft und haben die in so einen Behälter gepackt mit Wasser und haben die halt so über 2, 3 Tage da drin lassen und dann keimen die halt vor. Alter, ich Ja. schwöre dir, das ist das Ekelhafteste, was du jemals gerochen hast, wenn diese fucking Erbsen 3 oder 4 Tage in diesem Wassertopf drin sind. Ich bin da Ey. rangegangen, weil ich dachte, ey, ohne Scheiß, ey, wenn du das riechst, ey, ich hab noch nie mich so zusammenreißen müssen, nicht zu kotzen. Kennst du das, wenn du neben jemanden stehst, der so übelst Mundgulli hat, so als ob der noch nie seine Zähne geputzt hat? Kennst du das? Ja. Und jetzt stell dir diesen Geruch vor und multipliziere ihn mal 100. Oh, yeah. Alter, so riechen verkeimte Erbsen. Und ich habe daran gerochen, weil ich das nicht wusste. Ja, und habe die Schüssel in die Hand genommen, an meine Nase gehalten und tief eingeatmet. In dem Moment erinnerte ich mich an meine Chemielehrerin aus der 9. Klasse, die immer gesagt hat, wie man Geruchsproben machen soll, nämlich nicht mit der vollen Nase. Alter, war das schlimm. Es war so ekelhaft, Alter. Ich konnte auch danach übrigens mehrere Monate keine Erbsen mehr essen. Oh yeah. Alter, wirklich, es war das Ekelhafteste. Also, ich empfehle dir wirklich, wenn du mal, test es mal. Kauf dir Erbsen, also hier zum Einpflanzen, da sind da so Erbsen drinne. Mach ein Schälchen mit Wasser, leg die da rein und lass die an einem warmen Ort, also Zimmertemperatur, so mal für 4 Tage stehen und dann riech dran, Alter. Nee, das muss, glaube ich, nicht sein. Ich verspreche es, niemand wird etwas riechen, was noch ekelhafter ist. Okay. Müssen wir hier runter? Keine Ahnung, du bist vorgelaufen, aber ich glaube ja. Sehr gut. Alter, hier kommt gleich ein Bus. Ja, Die wäre Spinne. gut möglich. Stimmt, ja, doch, doch. Aber das Level habe ich voll lange in Erinnerung. Als ob Nee. da noch tausend Sachen kommen Ja, jetzt. weil man hier ewig runterläuft. Ich mag das eigentlich auch nicht.
Level up 61. Ich auch. Das geht schnell. Ich müsste mal gucken. Oh, ich müsste vielleicht mal kämpfen, bevor ich gucke. ja. Ah, das ist tatsächlich ein bisschen cooler. Blablabla, zack. Okay. Ja, ich bin wieder dran. Was ist das Größte, was du dir jemals kaufen könntest, wenn du das Geld dafür hättest? Du meinst jetzt die Größe wirklich in Größe? Oder? Ja. Das Größte, was ich mir jemals kaufen könnte. Also was würdest du dir kaufen? Also was ist das Größte, was du dir kaufen würdest, wenn du es könntest? Das hört sich jetzt extrem dämlich an, aber ich würde mir tatsächlich, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, würde ich mir die ISS kaufen. Die finde ich geil. Da drin zu wohnen, das wäre ja mal episch. Die ISS? Die Raumstation? Ja, genau die. Findest du die groß? Aber die ist nicht wirklich groß. Das ist das Größte, was du dir kaufen würdest? Ja. Also ich glaube, zum Beispiel... Ich glaube, es gibt Yachten, die sind größer. Ja, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber was will ich mit einer Yacht? Ich hasse Wasser. Also ich hasse Meer, so gesehen. Nicht Wasser, Alter. Aber ich hasse Meer. Oh, ich wäre fast gestorben. Und zum Beispiel jetzt irgendwie diesen Riesenturm in Dubai, ich weiß gar nicht, wie der heißt, würde mich auch nicht wirklich interessieren. Da fände ich so eine Raumstation viel zu geil für. Ja, ich glaube, da hätte ich zu Beschiss, aber es ist wahrscheinlich, weil ich Angst vorm Fliegen habe. Okay, du bist dran. Jo, Boah, Fragen zu stellen, das habe ich immer schon in der Schule gehasst. Wenn dann die Aufgabe kommt, interviewe deinen Partner und ich so, bitte nicht. Ich bin nicht schwul. Ich bin in sowas auch immer voll unkreativ. Mir würden jetzt 1000 Fragen einfallen, die irgendwie so mit der vorherigen Frage zu tun hätten. Also mehr oder weniger. Boah, ich nehme jetzt mal die Standardfrage. Wenn du auf eine einsame Insel müsstest, welche drei Sachen würdest du mitnehmen? Alter, das hat stand neulich bei Facebook. Jetzt im Ernst? Ja, gestern oder heute oder so. Hast du beantwortet? Ich würde einen Kondensator mitnehmen. Okay. Also, womit man Wasser kondensieren kann? Ja. Es gibt ja noch elektrische Kondensatoren. Was würde ich noch mitnehmen? Eine Axt. Und eine Genie. Es kann nie schaden, eine Genie dabei zu haben. Geil. Okay, jetzt meine Frage. Du hast noch 30 Sekunden. Weißt du wieso? Achso. Wenn du deinen Finger. Oh Gott, jetzt kommt irgendwas richtig Behindertes, ich weiß es. Wenn du deinen Finger in den Po eines Menschen stecken würdest. What the fuck? Und du müsstest mindestens einen nehmen. Welchen würdest du nehmen?
Was für kranke Fragen fallen dir ein? Wisst ihr, ich stelle mir das gerade vor, sei es auf dem Sofa. Fragen an Heidrohe. Finger in Po. Ja. Die Frage ist richtig behindert. Wer würde freiwillig seinen Finger in ein Po Es stecken? geht ja nicht um freiwillig. Oh Gott, ich glaube, ich würde ihn mir davor abhaken. Also, wen würdest du nehmen? Ich nehme jetzt mal die Standardantwort hier, Megan Fox. Du kranke Schwein, ich hätte mich selber genommen. Nee, also so eine Frage kann ich gar nicht ernsthaft beantworten. Das ist nämlich, weiß nicht, an sowas denkt man einfach nicht. Alter, ist schon die Endbossspinne oder was? Lächerlich. Ich glaube ja. Dann killen wir die eben noch und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hä, kommen da jetzt immer wieder Feinde? Man muss die besiegen, bevor. Hä, nee. Man muss das Ding in der Mitte besiegen. Ach so, okay, ich verstehe. Ich habe was Geiles bekommen. Jo. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.